Das Bistum Eichstätt, eher eines der kleineren Bistümer in Bayern. Doch das ganze Bistum zu kennen, jede Pfarrei zu besuchen, ist auch hier fast unmöglich. Doch genau das versucht der Bischof. Er geht deshalb regelmäßig auf Pfarreivisitation, um sich ein Bild von den einzelnen, oft sehr unterschiedlichen Pfarreien zu machen. Treffen mit vielen verschiedenen Gruppen stehen auf dem Programm. Von Pfarrgemeinderäten, Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften, Politikern bis hin zu den Kleinsten im Kindergarten. Das alles wartet auf den Bischof. Für den reibungslosen Ablauf ist Bischofssekretär Domvikar Sebastian Bucher verantwortlich. Das ist mein Part, dass ich erstmal mit dem Pfarrer, mit dem Ortspfarrer in Kontakt trete. Ich sage, der Bischof möchte die Pfarrei besuchen. Dann suchen wir einen Termin, meistens in etwas zeitlichem Abstand, 3-4 Monate mindestens im Voraus, wo dieser Besuch möglich wäre. Dann überlegen wir gemeinsam, was gibt es vor Ort für Besuchstermine, welche Schulen gibt es, wie viele Kindergärten, wie viele Mitarbeiter etc. und so fort. Und dann stellen wir so gemeinsam im Gespräch, im gemeinsamen Überlegen ein Besuchsprogramm auf. Das erfordert natürlich sehr viele Telefonate, sehr viele E-Mails, sehr viele Absprachen. Am Ende dieser vielen Gespräche steht dann ein Programm, das weite Teile des Pfarreilebens beinhaltet. Dem Bischof ist es wichtig, einen möglichst umfassenden Einblick in das Leben der Menschen in der jeweiligen Pfarrei zu bekommen, berichtet Domvikar Bucher. Wenn der Bischof die Pfarreien besucht, anlässlich der Pfarreivisitation, geht es ihm darum, einfach die Leute vor Ort kennenzulernen, die Situation, die pfarrliche Situation, den Leuten zu begegnen, den hauptamtlichen Pastoralmitarbeitern. Andererseits ist es auch so, dass die Visitation des Bischofs in seiner Diözese vom Kirchenrecht vorgeschrieben ist. Das heißt in dem kirchlichen Gesetzbuch, dass der Bischof verpflichtet ist, seine Diözese auch zu besuchen, vor Ort auch präsent zu sein und sich so eben ein Bild auch von der Situation zu machen. Es ist viel mehr als die Erfüllung einer Pflicht. Es ist die einmalige Gelegenheit zum Dialog mit den Gläubigen vor Ort. Ich möchte den Menschen Glaubensmut vermitteln, ihnen Mut machen, sich auf den Weg mit Jesus Christus wieder neu einzulassen in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Ich merke gerade bei der Jugend, dass die Distanz zur Kirche wächst. Kirche macht keinen Spaß, so hat es einmal geheißen. Und da möchte ich eben den jungen Menschen aufzeigen, dass Spaß und Freude für das Leben wohl wichtig ist, aber dass vieles Wichtige, was wir im Leben zu tun haben, doch nicht nur aus Spaß allein bewältigt werden kann, sondern dazu bedarf es eine innere Motivation, ein Angezogensein. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass man die jungen Menschen wieder dorthin führen kann, sie begeistern kann, sich von Jesus Christus, von dieser Gestalt, von seiner Botschaft, von seiner Kirche motivieren zu lassen, auf dem Lebensweg in dieser Gemeinschaft der Glaubenden zu gehen. Auch deshalb stehen Kindergärten und Schulen häufig auf dem Programm einer Pfarreivisitation. Für die jungen Leute ist es wichtig, mit dem Bischof in Kontakt zu kommen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Evolutionstheorie, wenn sie sich auf die Wissenschaft begrenzt, dann hat sie ihre volle Berechtigung. Und der Glaube, der Schöpfungsglaube sagt mir, wozu diese Welt da ist. Ich fand den Besuch vom Bischof sehr informativ und ich fand es schön, dass er die Fragen so ausführlich beantwortet hat von den Schülern und Schülerinnen. Und ich fand es halt auch schön, weil er eigentlich ganz normal gewirkt hat, halt auch wie ein ganz normaler Mensch, der halt auch Hobbys hat und Probleme. Und ja, ich fand den Besuch sehr schön. Ich fand es ganz gut, dass mal ein Bischof zu uns kommen ist an die Schule und ein wenig was von seinem Leben erzählt hat, weil ich bete selber jeden Tag und bin eigentlich auch mit Gott in Kontakt. Und ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, wenn irgendwie einer gar nicht an Gott glaubt, weil ich glaube schon, dass es da oben jemanden gibt. Doch nicht nur die katholische Gemeinde wird besucht. Der Bischof nutzt auch immer wieder die Gelegenheit, um mit Mitgliedern anderer Konfessionen in Kontakt zu kommen. In erster Reihe stehen hier natürlich die Vertreter der evangelischen Kirche. Auch eine islamische Gemeinde hat der Bischof schon besucht. Es freut uns sehr, dass der Bischof uns auch hier besucht und das macht uns Freude. Wenn ich irgendwo hingehe, besuche ich auch gerne mal die Kirchen, die größte Kirchen, Domkirche. Ich war auch öfter in Eichstätt Domkirche drin.
Und dass der auch Bischof hier ist und unsere Moschee besucht, tut, also macht uns große Freude. Wir haben als islamische Gemeinschaft Reutlingen e.V. Respekt zu jedem Glaube und möchten wir auch, dass dieser Dialog weitergeht und dass wir uns noch gut besser kennenlernen und diese Verbindung weiterbleibt. Aber auch für die jeweiligen katholischen Gemeinden ist der Besuch etwas Besonderes. Und die Freude ist groß. Die Gemeinde, denke ich, freut sich sehr darüber, dass der Bischof jetzt da ist. Sie haben einfach auch den Eindruck der Wertschätzung jetzt und merken einfach auch, okay, der Bischof interessiert sich für uns. Es ist ihnen auch so wichtig, oder mir auch so wichtig, weil er einfach damit kennenlernt, was auch gerade in so Diaspora-Gemeinden, wie wir sie jetzt hier in Reuchlingen sind, erfährt, was eben funktioniert oder was eben auf anderer Seite auch nicht funktioniert. Die Situation ist da einfach doch eine ganz andere, wie er wahrscheinlich auch in Eichstätt so erlebt. Die Freude der Menschen in den Pfarreien wird auf verschiedenste Art und Weise ausgedrückt. Ein bestimmter Ablauf oder gar eine Zeremonie ist nicht vorgesehen. Es ist ganz oft der Fall, dass die Leute einfach sich ins Zeug legen, dass die Blaskapellen engagiert werden, dass der Herr Bischof einen Empfang bekommt, dass Kinder ihn begrüßen, teilweise auch ein Gedicht vortragen, dass praktisch von Seiten der Gläubigen einfach so die Freude und die Ehre auch zum Ausdruck gebracht wird, dass der Bischof sie besucht. Aber es gibt es kein irgendwie vorgegebenes Zeremoniell, das im Detail zu befolgen wäre. Darüber hinaus bietet eine Pfarreivisitation auch die Möglichkeit, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen und aktuelle Themen zu diskutieren. Wir hatten hier jetzt ein sehr ausführliches Gespräch auch mit den Nachbarbürgermeistern. Es ist mir als gläubiger Mensch sehr wichtig, hier auch mit der katholischen Kirche in Kontakt zu treten, aber auch mit der evangelischen Kirchengemeinde. Und das war heute auch Thema, die Ökumene und der christliche Glaube allgemein, der mir, ich habe schon erwähnt, persönlich wichtig ist. Und deswegen ja, fühle ich mich nach so einem Gespräch auch gestärkt. Gestärkt sind die Menschen in der jeweiligen Pfarrei nach dem Besuch des Bischofs. Aber auch der Bischof wird bereichert durch den Dialog mit den Menschen zurück nach Eichstätt. Ich erfahre viel von der Lebenswirklichkeit der Menschen, von ihren Sorgen, von ihren Nöten, aber auch von ihren Kritikpunkten an der Kirche, am Pfarrer, an den Pfarrern und an sonstigen kirchlichen Verlautbaren. Und da entwickelt sich manchmal, und nicht nur manchmal, sondern eigentlich sehr oft, ein sehr fruchtbarer Dialog und Diskurs.